mich ist das Besondere am 24-Stunden-Rennen einfach, dass man diese Leidenschaft merkt von jedem einzelnen Fan, der hier die ganze Woche teilweise an der Strecke campt. Mein Name ist Kerry Schreiner und ich bin Fahrerin im Girls Only Team. Ja, auf die Idee bin ich gekommen, ein Frauenteam zu gründen, weil mir aufgefallen ist, dass in den Boxen ganz, ganz wenig Frauen zu sehen sind. Und das fand ich irgendwie total schade und konnte mir gar nicht vorstellen, dass es keine Frauen geben soll, die gerne Motorsport betreiben. In Girls Only sind auch viele junge Frauen, die sind nicht im Motorsport sind, sie sind mit Technikerinnen, aber neue im Motorsport. Am Anfang war ich skeptisch, weil es das natürlich noch nie gegeben hat, aber es ist immer toll, etwas zu schaffen, was vorher noch niemand geschafft hat. Früher, wo ich ein Kind war, da gab es eigentlich nie Frauen im Motorsport. Da gab es ja keine Fahrerin, da gab es ja gar nichts. Da waren echt Frauen, die Good Girls. Dass wir beim 24-Stunden-Rennen das einzige Damenteam sind, hat Vor- und Nachteile. Wir hören schon mal ein bisschen schwierige Sachen oder uns wird ein bisschen schicke Blicke zugeworfen. Aber jeder ist mittlerweile so weit und übersteht, dass er einfach zeigt, okay, hey, ich kann das, ich mach das. Auf jeden Fall ist es für junge Mädchen nicht einfach, in der Männerwelt Fuß zu fassen. Deswegen gerade das, was wir hier machen, gibt vielen Mädchen Mut, das auch zu versuchen. Ich glaube, dass man uns als Pioniere schon wahrgenommen hat. Und wir zeigen den Frauen schon, dass sie sich auch in technische Berufe trauen können. Dass die eine oder andere Frau einfach sagt, Motorsport fand ich immer schon cool. Und ich sehe mich da in der Rolle als Mechanikerin. Das Mentoring-Programm von Schaeffler finde ich super, weil es wirklich Frauen das Gefühl gibt, ernst genommen zu werden. Und ja, wenn man ihnen die gleichen Voraussetzungen schafft, haben sie auch die Möglichkeit, das Gleiche zu erreichen wie die Männer. Ich würde jungen Mädchen auf den Weg geben, es einfach zu versuchen, weil selbst wenn man vermeintlich alles perfekt macht, wird man es nie jedem recht machen können. Deswegen sollte man einfach sein Ding machen.